aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja. So. Okay. Blöd, dass ich die Karre nicht verkaufen kann, ne? Ich fahr mal zum Autohändler. Ich guck mal neue Autos. Ich schau mal neue Autos. Vor allem erstmal einen neuen Offroader. Wie bin ich mit dem, den ich habe, nicht zufrieden? Das kann ich gar nicht mehr aufholen, dachte ich mir. Schade. Hätte ich gerne gehabt, eigentlich sogar. Gucken wir mal, was wir noch haben. Das erfüllt. Hat 123er Wertung, die ist nicht gut. Finde ich. Wobei der wenig in der 135. Da müssen wir doch noch ein bisschen an dem Auto festhalten, scheinbar. Als Düfter, wo ich noch einen Racer mal bräuchten könnte. Aber ich glaube, ich nehme den hier als Verforder. Was anderes. Kommt's gleich. Da. Für dich. Komm nach Rockville und versuch. Gleich. Ein Auto verdient was Besseres als diesen Ort hier.
So. Damit rein. Damit. Die Standardteile kann ich verkaufen. Ja, ist klar. So. Okay, dann das noch verkaufen hier. Verkaufen. Die beiden Superteile, oder? Warte mal. Was ist denn da drin? Doch, da. Dann kaufe ich das. Und das. Dann habe ich ja ein bisschen Teile. Dann kann ich. Ah, okay, kann ich nicht anbauen. Okay. Kurbelwelle. Jawohl, ja. Rein damit. Halt die Offroad-Reifen drin. Klar. Neues Getriebe. Ich habe was mehr Plus, nö. Aber bei einem Raddifferenzial super. Aber das ist. Stadt- oder Streckenrennen. Die einbauen, Streckendifferenzial. Aber der soll ja eh nicht. Warte mal. Da kriegt er jetzt ein Streckendifferenzial. Bumm. So, rein damit. Gut. Optik tunen. Ich gucke, welchen Design ich das war noch. Außenspiegel.
Also. Rein. So, jetzt gehen wir ins Heck. Auspuff. Was war denn da Schönes? Ah, gibt schon hässliche. Ja. Ja, bei denen. Wollte nicht viel Fahrerei. Aber ja. So, Fenster. Schwarz. Vorderräder. Jetzt mal die Räder und die Bremsen und so machen. Bremsscheiben, Bremssättel. Die guten. Eben mit meinen Standardfelgen. Rein damit. Größe ändern. Felgen. Felge wechseln. So. Mehr brauche ich nicht beenden. Geht ja auch nicht. Größe. Das. Bremsreifen. Ach, sehr kuriose. Vielleicht habe ich Standardreifen drauf. So, Bremssättel. Als nächstes holen wir uns dann nochmal noch einen Racer. Mal gucken, Lambo oder so. Habe ich das soweit auch fertig? Und jetzt geht's Lackierung. Mal gucken, was die Community so hat. Bibliothek da. Das haben wir ein schönes hier unten. Auf den ersten Blick zumindest. Auch ein Pac-Man. Geil. Aber es ist ein bisschen zu schlicht. Police. Nehmen wir den. Einfach mal. So, dann kann ich nämlich jetzt auch die Scheinwerfer mal einbauen. So, dann haben wir das Auto soweit fertig. Unser Non-Off-Order. Und wir haben, wie spät? Minuten noch.
So, dann gehen wir jetzt auf fortfahren. 240, 260, aha, okay. Dann fahren wir da jetzt hin. Kriegen wir es trotzdem hin. Die Mühle ist ja eh nicht für große Geschwindigkeiten ausgelegt. Aber den Blitzer nehme ich mit. Das Kopf. Tag, Herr Kollege. Fast. Doch, hab ich's. Doch, geschafft. Dann let's go. So, jetzt mal gucken, mal dritter. Den hole ich mir auch noch den Platz. Drei Runden haben wir. Oh, Nebo. Darf ich wieder enden? Ja, noch nicht. Ein Auto klebt noch hinter mir. Ist der Evo. So. Dann sind wir jetzt fertig. Jawohl. Sehr gut. So, nächste Aufwand drin ist das hier. Gehen wir heute ein bisschen Aufwand fahren. Ach, da oben ist das.
Himmelsbahn. Okay. Guck mal. Oh, das war Karma. Jetzt muss ich mir die zwei da vorne und drei da vorne mal wieder einfangen. Aber das kriegen wir hin. Naja, perfekt. Wunderbar. Ist auch der eine Kollege hier vorne mit dem Mercedes. Alter, was ist das für ein Rennen? Sprintrennen. Jetzt bin ich heute Gott sei Dank aus dem Weg gekommen. Ich wundere, dass hier kein Zug entgegenkommt. Und gleichzeitig noch ein Flamingo mitgenommen. Warum nicht? Kann man so machen. Schönes Rennen. Nur ein bisschen eintönig. So. So. Dann war's das heute.